Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr seht schon, ich habe hier was ganz Besonderes, und zwar ist das der Liberty London Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bestellt habe ich den für 360 Euro. Der soll aber einen Warenwert von 1205 Pfund haben, was ungefähr 1400, 1500 Euro sein soll. Also holla die Waldfee. Es war online auch komplett ersichtlich, welcher Inhalt drin ist und auch mit Preisen und so weiter, sodass man halt auch wirklich sehen konnte, okay, du bekommst ja halt wirklich High Quality. Ja, und ich wollte das Ganze halt auch für euch mal testen. Ich habe kein Zoll zahlen müssen, ich habe keine Versandkosten zahlen müssen. Also das sind die 360 Euro, was nicht wenig ist, aber dann kommt er halt so zu einem nach Hause. Wir haben diese wunderschöne, ja irgendwie sieht das aus wie ein Gemälde, ne? Diese Front von dem Liberty London Haus, das ist glaube ich wie so, keine Ahnung, KDW oder sowas, ne? Und dann klappt man den auf und von innen ist der unglaublich schön. Und gönnen ist natürlich auch immer eine feine Kiste, denn solltest auch du Teil der Crew werden wollen und diese Community zum Wachsen bringen, würde ich mich mega freuen. Also da kannst du super gerne den Abo-Button drücken. Hier kommen gerade sehr, sehr viele Adventskalender-Unboxings online. Ansonsten ist mein Hauptcontent Beauty. Ich bin aber sehr neugierig, was sich hier drin befindet, deswegen nicht lang schnacken, reingucken. Das kommt halt auch super hochwertig, ne? Also der fühlt sich auch gut an und so. Keep me safe steht hier auch. The countdown is on. Scan the QR code every day to learn the reasons why we love each Produkt. Achso, du kannst halt wirklich dann zu jedem Produkt den QR-Code scannen, um dann halt mehr zum Produkt zu erfahren. Und hier haben wir was drin, und zwar ist es auch nicht günstig. 8 Milliliter von dem Eau de Parfum Yante oder Ianthe Oud. Ja, das ist ein Parfum von Liberty London selber scheinbar. Und das ist auch in diesem Design ganz schön gemacht irgendwie. 8 Milliliter, wie gesagt, ne? Das ist auch wirklich nicht wenig. Das ist leider dann halt nur so eine Fiole, aber es ist immerhin zum Sprühen. Oh, das riecht sehr, sehr intens. Aber mit sowas zu starten, ist natürlich mega in einem Adventskalender, ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr intensiv. Es kommt aber auch was Blumiges raus und hat auch so eine ledrige Note mit dabei. Das ist ein sehr spezieller Duft. Den hat nicht jeder, glaube ich. Sehr speziell. Ich weiß nicht, ob das mein Duft ist. Das muss ich mal gucken. Ich lege mir das mal so zur Seite, dass der Duft sich hier auch mal ein bisschen entfalten kann. Wir gucken mal weiter. Ich bin aufgeregt. Ihr merkt das, ne? Bei so einem teuren Adventskalender, das machst du nicht mal eben wisch, wasch, wusch. Und ich glaube auch generell, den hast du auch super gerne in der Adventszeit so bei dir zu Hause stehen. Das ist ein richtiges Schmuckstück, ne? Hier habe ich jetzt den 2. Dezember und da haben wir von Dr. Sebag oder Sebag sagt mir gar nichts. Roste wie ein Serum. Das soll erfrischen, beruhigen und reparieren. Das dürfte eine Originalgröße sein, ne? Schaut einmal so aus und ja, Rose mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Genau, 30 Milliliter sind hier drin. Das ist hier auch aus Glas. Und sowas kann eigentlich theoretisch ja auch jeder Hauttyp verwenden. Und das finde ich bei diesem Adventskalender jetzt auch sehr wichtig. Ich möchte hier nicht irgendwelche farbgebundenen, krass farbgebundenen Produkte drin finden und auch nichts, was irgendwie nur für spezielle Haartypen, Hauttypen und so weiter gemacht macht es, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier sehe ich schon direkt, dass wir eine Kerze drin haben. Ich liebe es, wenn wir Kerzen in Adventskalendern finden dürfen. So schaut einmal die Umverpackung aus. Wie schön, ne? Granado Rio de Janeiro Tonka, eine Vela Candle, Parfumaria Helios, okay. 80 Gramm haben wir hier drin enthalten und ich bin mal gespannt. Ich liebe Tonka-Bohne und sowas passt natürlich auch sehr in die Weihnachtszeit. Ich rieche jetzt tatsächlich nur das Parfum hier. Geh weg, Duft! Da riechst du nichts, leider. Also da hätte ich mir jetzt tatsächlich gewünscht, dass das ein bisschen intensiver gerade riecht. Das muss an sein wahrscheinlich, ne? Dieses goldene Innenpapier hier, ne? Hier haben wir die Nummer 4 in der Dachgeschosswohnung. Ja, das ist ein Produkt, ja, ne, das ist gut, das hatte ich auch schon mal da, glaube ich. War das das Detox? Weiß ich nicht. Von Y, Detox Shampoo, ja, mit 30 Millilitern, das wird jetzt keinen irre krassen Wert haben, aber es ist ein gutes Produkt. Ich mag Y sehr, sehr gerne, die haben eine schöne Haarpflegelinie und da habe ich auch letztens mal Shampoo und Spülung in Anwendung gehabt und auch den Conditioner und die fand ich auch echt empfehlenswert, ja.
zum 5. Dezember haben wir ein Produkt von Ren hier drin. Das ist ja für uns ein Tag vor Nikolaus. Das ist sehr schön. Die Brightening Dark Circle Eye Cream haben wir hier drin mit 15 Millilitern. Ich persönlich finde das ganz schön, weil ich glaube, dunkle Augenschatten möchten viele von uns auch ein bisschen bearbeiten, um das mal so zu sagen. Ich schlafe auch nicht so viel mit kleinem Kind und so, ne? Ist halt so eine kleine Verpackung. Aber Ren ist auch eine recht hochpreisige Marke. Deswegen freue ich mich, das hier im Adventskalender auch zu finden. Für uns der 6. Dezember, Nikolaus, da habe ich gleich zwei Produkte drin. Einmal von Verdin Herbanum, eine Handcreme. Ja, darf in einem Adventskalender auch meiner Meinung nach nicht fehlen. 75 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Die Marke sagt mir persönlich jetzt gerade nicht so viel, ne? Genau, aber das haben wir hier schon mal als erstes Produkt drin. Ja, wie gesagt, eine Handcreme in so einem Adventskalender kann man immer ganz gut verwenden. Im Winter habe ich auch immer etwas trocknere Haut als sowieso im Sommer schon. Und dann haben wir hier noch was Kleines drin von Aromatherapy Associates. Revive Morning Bath and Shower Oil. Da sind 9 Milliliter drin, also das kannst du als Badezusatz verwenden oder du kannst es auch als Duschöl verwenden. Ich glaube, als Duschöl hast du da einfach ein paar Mal mehr was von, ne? Dass man das halt jetzt irgendwie auf mehrere Anwendungen aufteilt. Und wenn du dir das komplett in die Badewanne kippst, dann ist es ein bisschen pricey dafür, weil die Marke ist recht hochpreisig. Ja, genau, haben wir ein bisschen Pflege hier zwischendrin. Ich würde mich schon freuen, wenn wir hier mal ein bisschen mehr dekorative Kosmetik entdecken dürften. Aber es geht jetzt erstmal am 7. Dezember wieder um Parfum. Das ist schon schön, ne? Also ja, Bibi The Other Room Parfüm habe ich hier drin. Das ist einmal dieses hier und da sind 10 Milliliter drin enthalten. Und genau, das ist eine normale, schlichte blaue Umverpackung mit weißer Schrift. Und hier drin haben wir den Duft, auch der in so einer recht schlichten Fiole. Und auch da nehme ich mir ein Duftstäbchen. Also dieser Oud-Duft, der ist schon intensiv. Da weiß ich wirklich nicht, ob das was für mich persönlich ist, weil ich bin eher so fruchtig-blumig unterwegs, ne? Hier gucke ich mal. Ah, der ist richtig blumig. Der schreit nach Blume. Oder kommt aber auch was Herberes hinterher? Okay. Das muss man mögen, ne? Also das ist auch ein besonderer Duft, definitiv. Und da kommt auch eine holzige Komponente mit. Na, schon crazy. Das muss ich auch am Körper mal so ein bisschen riechen, um da auch mal einschätzen zu können, wie ich das so finde. Aber ich glaube auch nicht, dass die hier günstige Düfte reinmachen. Deswegen, ne, schauen wir auch mal dann, wie das so sich verhalten wird und ob die Düfte dann auch bei mir bleiben werden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Eigentlich sollte bei dem Preis auch jedes einzelne Türchen machen, dass es kracht, um das mal so zu sagen. Und genau, da habe ich auch ein Produkt drin von Sunday Riley. Das ist ein Good Jeans Glycolic Acid Treatment. Das ist mit Glykolsäure. Da haben wir 30 Milliliter drin. Glykolsäure ist so AHA und AHA hat so eine Slow-Aging-Wirkung mit dabei, sodass dann halt so Fältchen ein bisschen geglättet werden und so weiter. Ne? Würde ich jetzt nicht jeden Tag anwenden, weil ich da halt nicht ganz so, ich habe eine sehr sensible Haut. Also hier steht, dass man das morgens oder abends sogar anwenden soll. Ich würde es nicht morgens anwenden, denn alles, was du in Säure hast, AHA, BHA, PHA, Retinol, ne, würde ich eher abends anwenden und morgens definitiv einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor verwenden. Aber ich glaube, dass wir hier ein krasses Produkt gerade drin hatten. Yay! In der Nummer 9 dürfen wir uns, glaube ich, über etwas dekorative Kosmetik freuen. Hier sind zwei Sachen drin. Einmal habe ich von Trish McEvoy Intense Gel Eyeliner in Black. Okay, das ist einfach auch ein Klassiker für so einen Adventskalender, ne? Also, dass man halt einen schwarzen Kajalstift hier drin hat, um seine Wasserlinie zu betonen oder ihn halt auch auf dem Wimpernkranz als Kajalstrich zu verwenden, als Lidstrich, so wie ich das ja super gerne mache. Hier muss ich einfach mal gucken, ne? Denn eigentlich bin ich ja eher so die Flüssig-Eyeliner-Frau. Meine Augen werden von dieser Mütze immer ein bisschen runtergedrückt. Also, sie sind gar nicht so eingeditscht, aber wir wissen Bescheid, ne? Genau, und ja, muss ich mal gucken. Feiere ich jetzt nicht so intensiv. Und dann habe ich als zweites Produkt hier was von Sura Beauty drin. Das hatte ich auch schon im Vorschaubild gesehen und mir gedacht, holla die Waldfee, das ist sehr, sehr hochpreisig. Da habe ich auch schon tatsächlich das ein oder andere von. Artistic Blush. Und da haben wir 4 Gramm drin enthalten. Da müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Farbe haben. Denn das ist halt immer die eine Sache, das online so zu sehen. Gut, ihr seht jetzt ja auch quasi online, ne? Aber ich kann euch da vielleicht ein bisschen mehr was zum Ton sagen, weil das dann meistens auch an irgendwelchen Lichtern gemacht ist. Die Verpackung ist so billig, erinnert mich volle Ella an Art Deco. Ne? Also wir haben das hier unten so marbelt und hier siehst du auch direkt die Farbe, aber die ist sehr, sehr knallig. Ich glaube, das können viele von uns tragen. Das ist auch ein matter Blush, kein
sehr weich, sehr, sehr weich. Kein schimmernder Blush, was ich sehr gut finde. Und das ist eine knallige Farbe. Die kannst du sicherlich mit einem hellen Hautton tragen, aber auch mit einem etwas dunkleren. Das ist ein wundervoller Blush. Den muss ich mal getragen sehen. Oh, oh, oh. Oh. Welche Farbe? Der geht auch ein bisschen ins Pinke, ne? Aber jetzt nicht so Schweinchen-Rosa-Pink, sondern halt schon so ein edles Pink fast schon. Oder sage ich das, weil das von Surar ist und ich einfach denke, es ist teuer? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass es hier mit drin ist und dass es vor allem auch so eine Farbe ist. Die gefällt mir, aber das Verpackungsdesign finde ich einfach total gruselig, ne? In der Nummer 10 darf es, glaube ich, mit Haarpflege weitergehen. Da haben wir was von Davin drin enthalten. Da habe ich auch schon Shampoos von gehabt. Oi All in One Milk, 50 Milliliter. Das ist mit Rokuöl. Aha, sagt mir nichts. Und das ist ein universelles Haartreatment, ein universelles Beauty-Treatment. Also hier steht nicht explizit drauf, dass es für die Haare ist, aber da ich Davin als ja, Haarpflegemarke kenne, würde ich sagen, dass das auch für die Haare ist. Ne? Also das wie so ein Haaröl, ein Leave-In würde ich das verwenden, um da einfach nochmal mehr Schein in die Haare zu bringen. 50 Milliliter haben wir hier drin, das ist eine Plastikverpackung. Jo, genau. Finde ich schön, dass hier auch die Haare ein bisschen bedacht werden. Wurden sie ja schon mit dem Shampoo. Nee, wir sind da eigentlich ganz gut ausgeglichen, ne? Ja. Jetzt dürfte der Körper vielleicht mal wieder kommen. Von mir aus alles voller dekorativer Kosmetik, aber ich glaube, der Körper wird jetzt mal wieder dran sein. Und hier haben wir die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Das ist eine teure Marke, die hatte ich auch schon mal in irgendeinem Adventskalender, ich glaube von Look Fantastic oder so, der natürlich nur ein Drittel von dem hier kostet und auch einen krassen Wert hat, ne? Also 650 Tacken, Videos habe ich verlinkt, den kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Von Voteri haben wir das Renew Your Skin Sensitive Resurfacing Peel mit 10% Milchsäure und Supersamen, 30 Milliliter sind hier drin. Milchsäure würde ich jetzt so in die Kategorie PHA einordnen, das ist quasi die mildeste Form von einem Peeling, die man haben kann. Auch das würde ich dann tatsächlich immer so maximal zweimal pro Woche anwenden. Hier steht auch drauf, dass man das 3 Minuten drauf lassen soll und dann halt runterwischt. Ne? Und dann kann man das halt immer wieder von Zeit zu Zeit erhöhen auf maximal 10 Minuten. Genauso wende ich auch chemische Peelings an. Also immer vorsichtig rantasten. Da habe ich auch hier mal ein Video gedreht zu Peelings. Das könnte vielleicht mal relevant sein. Ich finde es jetzt ein bisschen heftig, dass wir 2 Gesichtspeelings so nah hintereinander haben. Ne? Klar, die Winterzeit ist so die Zeit von der Hauterneuerung, von chemischen Peelings und so. Hätte ich persönlich mir gewünscht, gerade bei so einem Adventskalender, ne, dass es etwas mehr verteilt gewesen wäre. Die Nummer 12 ist hier in meinen Händen. Das ist Philip Kingsley. Auch das kennen wir von Look Fantastic. Der Elasticizer Booster Restoring Conditioner. Da haben wir 50 Milliliter drin und der soll einfach dafür sorgen, dass die Haare elastischer werden und weniger Haarbruch erleiden. Genau, also Haarpflege hier mit dabei. Gute Haarpflege. Ne? Philip Kingsley ist sehr, sehr gut. Das ist ganz nice. Und jetzt kommen wir mal zur Halbzeit, denn wir haben hier insgesamt 25 Boxen. Und da haben wir hier den 13. Dezember, Halbzeit des Adventskalenders. Und passenderweise haben wir hier ein Lippenprodukt drin, weil das hatten wir ja noch gar nicht. Bei Rado wollte ich immer schon mal ausprobieren. Reunion Rouge à Lèvres, ein Lippenstick. Also das S ist hinten stumm, aber ne? Genau, das ist noch richtig schön hier eingepackt. Edel, edel, sprach der Wedel. Also in diesem Schächtelchen haben wir das Lippenprodukt hier nochmal separat in einem kleinen Säckchen. Und das sieht ja mal richtig crazy aus, ne? Das ist so ein gecurvter Lippenstift. Bitte lass es eine schöne Farbe sein. Habe ich ein bisschen jetzt so, es dürfte eine Originalgröße sein. Okay, es ist eine schöne Rotfarbe. Es ist ein Tomatenrot, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. So schaut der Lippi einmal aus und den werde ich safe behalten, ne? Weil ich habe ganz schön viel dafür bezahlt. Oh, sehr, sehr pigmentiert. Okay, so schaut es aus. Es ist eine schöne Weihnachtsfarbe. Könnte ich jetzt auch gerade quasi tragen, ne? Oh, schließt magnetisch, das können wir alle gut gebrauchen. Und diese Darreichungsform ist ja mal der Hammer. Aber ich glaube, das ist kein günstiges Produkt, ne? Erste Hälfte des Adventskalenders, da haben wir sowohl bekannte als auch unbekannte Marken für mich auf jeden Fall mit dabei. Es fühlt sich alles sehr, sehr high class an. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schon 600 Euro gefühlt auf dem Tisch liegen habe. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt jetzt mehr so in der zweiten Hälfte. Wir schauen mal weiter.
Und da sind wir am 14. Dezember angekommen. Hier ist in einem großen Büchschen ein kleines Produkt, auch ein sehr beliebtes von Paula's Choice, das Exfoliate. Das ist ein anderes. Skin Perfecting mit 6% Mandelsäure, 2% Milchsäure, Liquid Exfoliant 30 ml, also schon wieder ein chemisches Peeling. Ne? Also das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, etwas viel. Wir haben jetzt davon quasi 3 von einer Sorte. Die sollten jetzt bitte keine chemischen Peelings mehr mit reinpacken. Hätte ich mir vielleicht doch etwas intensiver angucken sollen, was drin ist. Aber gut, wir können auf jeden Fall derbe unser Gesicht erneuern. Kommen wir zum 15. Dezember. Da haben wir etwas drin von Augustinus Bade, eine sehr, sehr hoch preisige Sache, und das habe ich auch schon mal verwendet, sehr toll. The Rich Cream mit TFC 8, und da sind 15 ml drin. Das ist eine super krass reichhaltige Creme. Also ich kann die morgens und abends verwenden. Wenn man jetzt nicht unbedingt eine trockene Haut hat, so wie ich, ist das halt eher was für abends, ne? Es ist ein hochpreisiges Produkt. Es passt jetzt auch einfach in diese ganze Situation, dass wir sehr, sehr viele Peelings drin hatten und einfach was zum Chillen brauchen. Da kommt die Creme, glaube ich, ganz gut. Ne? Weiter geht es am 16. Dezember, und hier ist Emily drin. Von Lisa Eldridge, von der habe ich noch nie was ausprobiert. Liquid Lurex, Liquid Eyeshadow, aha, 2,8 ml. In, wie gesagt, der Farbe Emily habe ich jetzt einmal hier. Da habe ich jetzt öfters von Frankes Favorites gehört, dass sie da Produkte von verwendet hat und sehr von geschwärmt hat. Muss ich mal gucken. Ein wunderschöner, sehr tragbarer Ton. Also das ist so ein richtiger, ja, Gold-Champagner-Ton, ne? Schaut einmal so aus. Und das werde ich auch als Lidschatten mal ausprobieren. Deswegen werde ich den jetzt auch mal swatchen. Sehr hübsch, sehr deckend, überhaupt nicht so diese wässrige Komponente, die man so bei Essence und Co. öfter schon mal erlebt hat, sondern wirklich sehr hochwertig. Das sieht man, ne? Genau, so schaut das aus. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, das komplett auf mein bewegliches Lid zu geben und dann einfach nur irgendwie einen Bronzer oder einen dunklen Lidschatten in die Lidfalte und so zu geben. Schön. Wir sind jetzt hier eine Woche vor Heiligabend, und da habe ich den 17. Dezember. Drin enthalten ist ein Produkt von MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani. Habe ich schon irgendwo auch schon mal gelesen. Sooth and Smooth Hyaluronic Brightening Eye Complex. Wir haben noch eine Augencreme hier drin, okay. Finde ich aber gut. Das ist ein, für die Augen. Ja, ein Serum für um die Augen drumherum. In einer leichten Textur wird das dann sehr wahrscheinlich sein. Und hier sind 14 ml drin. Wir haben ja auch einen schönen Glastiegel. Und so schaut das Ganze einmal aus, in so einem wundervollen Rosa. Ja, da ist dann die Frage, inwiefern das dann auch wirklich so ordentlich Brightening und Smoothening und hasse nicht gesehen in meine Augen bringt. Aber Hyaluron ist immer eine ganz, ganz sichere Bank. Das kann auch jeder irgendwo verwenden. Und hier sind sicherlich auch noch irgendwelche anderen krassen Wirkstoffe drin. Siehst du, Ceramide, ne? Das lieben wir. Das ist großartig. Ja, finde ich schön. Wir befinden uns jetzt offiziell in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember, und da haben wir ein kleines Tiegelchen drin. Deeper Love, Hair by Sam McKnight. Ein Intense Treatment Mask Produkt mit 50 ml. 10-mal Stronger After 6 Uses sollen deine Haare sein. Dann teile dir das mal gut ein, ne? Und das lässt du halt auch nur 5 Minuten drauf. Und das ist auch eine sehr, sehr hochwertige Und das ist auch eine sehr, sehr hochwertige Marke, von der hatte ich auch schon mal das ein oder andere in Adventskalender drin gehabt. Ja, so eine Haarmaske, die kann man gut gebrauchen, das passt auch schön. Ich glaube, jeder kann eine Haarmaske brauchen. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember, und da drin befindet sich ein Parfum, mit dem ich schon so lange mal geliebäugelt habe. Ich bin sehr gespannt. Es ist nur eine kleine Größe, und zwar haben wir hier drin 7,5 ml, aber es ist von dem Ex Nihilo. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ne? Das Fleur Narcotique, das Eau de Parfum. Und das kann ich jetzt endlich mal riechen. Habe ich noch nie gerochen. Bin ich sehr gespannt drauf. Bitte lass es jetzt nicht irgendwie ein Roller oder so sein. Nein, es sind wirklich alles auch Sprüher. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann nehme ich mir mal ein nices Duftstäbchen. Und das schreit halt, ne, meinen Namen mit dem Blumigen eigentlich. Mal gucken, ob ich das dann auch genauso mag, wie ich das immer so höre und, ne? Oh Gott, ja. Blumig, fruchtig. Besonders, aber irgendwie gleichzeitig so gefällig. Dann kommt auf einmal so eine Baumwollnote dahinter, nachdem dieser am Anfang krass blumige Duft direkt verflogen ist. Kommt jetzt erstmal nur Baumwolle, also frisch gewaschene Wäsche. Und jetzt riecht das Ding nach Papier. Mal gucken, wie das nachher noch riecht. Düfte entwickeln sich ja auch im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, das könnte ein Duft sein, den ich mag, weil der hat jetzt nicht irgendwie auf den ersten Schnüff irgendwie so eine pudrige Kopfschmerznote oder so mit dabei gehabt.
Mal schauen. Aber da war ich sehr scharf drauf. Kommen wir zum 20. Dezember. Den habe ich jetzt hier. Und da habe ich drin Argent Nature Holy Oil Ageless Face Serum mit 10 Millilitern. Sowas verwende ich super gerne in der Winterzeit, weil meine Haut da halt wirklich sehr, sehr trocken ist. Da kommen Gesichtsöle bei mir wirklich gut. Die verwende ich dann abends halt, ne? Und hier haben wir wirklich auch ein wunderschönes, sandgestrahltes Glasfiolenprodukt, was einmal so ausschaut. Und das muss natürlich dann erstmal in Anwendung auch gesehen werden, wie das hier funktioniert, welche Inhaltsstoffe da drin sind und so weiter. 5 bis 6 Tropfen soll man davon wohl verwenden und da bin ich mal gespannt. Edel, edel, sprach der Wedel, ich sag's euch. Den 21. Dezember haben die echt gut befüllt. Also der ist pickpack voll, das finde ich sehr charmant. Ui, ja, La Mer, mhm. Ich habe schon einiges von La Mer mal in Adventskalender in so Mini 3 Milliliter Geschichten gehabt und jedes Mal fand ich es echt gut, ne? Das ist Dekadenz pur, denn das ist einfach nur ein Lip Volumizer mit 7 Millilitern. Das ist einfach mal nur ein Lippenpflegestift. Muss man so viel Geld für einen Lippenpflegestift ausgeben? Das überlasse ich jedem selbst. Meine Antwort wäre nein, also definitiv nicht, ne? Aber wenn ich das in dem Adventskalender drin habe, muss es natürlich in Anwendung genommen werden. Oh Gott, das ist schon, also das ist schon, das ist auch schon opulent von der Verpackung her, ne? Eieieiei, wenn du das dann so aus deiner Handtasche rausholst und dir drauf machst. Heidewitzka, genau. Und da haben wir halt die Lippenpflege, kann ich ja mal auch swatchen. Ja, es ist einfach eine Lippenpflege, ne? Ist einfach dann durchsichtig, ein schöner Applikator, ne? Das ist auch hübsch. Aber muss sowas so teuer sein, Leute? Freue ich mich, das zu haben? Ja. Das sieht man hier oben. Das ist auch so ein bisschen durchsichtig. Und das ist minzig. Das hat einen leichten Plumping-Effekt. Also deswegen der Volumizer halt, ne? Ich glaube, nicht alle stehen da drauf. Ich finde es eigentlich ganz cool. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl haben wir jetzt hier. Und hier haben wir einen Tiegel drin von Wild Source, das Cleansing Melt mit Moringa und Safflower. 20 Milliliter, also das dürfte quasi der erste Schritt vom Double Cleansing sein, ein Reinigungsbalsam. Ich persönlich liebe Reinigungsbalsame und das ist auch der erste Schritt von meiner Skincare, dass ich meine Haut reinige. Und wir hatten auch noch gar keine Gesichtsreinigung, deswegen passt das ganz gut. Finde ich richtig klasse. Schauen wir mal, was wir einen Tag vor Heiligabend hier finden dürfen. Das ist für uns dann ja so ein bisschen nochmal vielleicht entweder Endspurt oder wir kommen runter vor den großen Feiertagen. Am 23. Dezember haben wir hier, ist das ohne Kappe? Ist das so? Hä? Wo ist denn da das Rausding? Muss man das ziehen? Ah, die Kappe ist drauf, die ist nur winzig klein. Okay, das ist wohl auch ein Parfum, oder? Faces of Francis, Wilhelm Parfümerie, New York. 10 Milliliter. Von der Optik her würde ich sagen, wir haben hier sehr wahrscheinlich einen zitrischen Duft. Das muss aber nochmal getestet werden. Das machen wir jetzt auch. Hier riecht alles so viel nach Parfum. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass so viel Parfum auch in dem Adventskalender drin ist. Finde ich persönlich cool, ne? Oh. Da kam aber erstmal gerade, als ich so gewedelt habe, was Süßes, aber nee. Ja, leicht. Aber auch so was Herbes. Zahnarztduft. Das riecht mir zu sehr nach Zahnarzt, oh Gott. Oh je. Mhm. Ich weiß nicht, welche Komponente das ist, aber es riecht nach Zahnarzt irgendwie. Nicht ganz so mein Vibe. Nach Zahnarztduften sitzen wir dann alle zusammen am Weihnachtstisch und hier habe ich dann die Nummer 24 für uns Heiligabend. Und da haben wir, okay, nee, das ist eigentlich das, was uns runterbringen soll, von Otto, 50 Milliliter von dem Sleep Soundly Pillow Mist. Und sowas verwende ich super gerne. Das ist wohl auch irgendwie mit Vetiver und Kamille und Lavendel. Ich verwende sowas jeden Abend, mache einfach davon 3 Spritzer so bei mir auf die Bettdecke. Und genau, das bringt mich wirklich ein bisschen runter vom Duft her, wegen dem Lavendel halt auch. Aber es macht halt auch, dass Spinnen, Mücken und Motten von mir ferngehalten werden. Das finde ich auch sehr beruhigend. Und das ist halt so ein klassisches Deep Sleep Pillow Spray, ne? Oha, die Nummer 25, ich will es hier nochmal richtig wissen, die ist enorm schwer. Und da haben wir jetzt auch Klopper drin, glaube ich, ne? Moisture Skin Rocks The Moisturizer Face Cream, 50 Milliliter, kann jeder von uns gebrauchen, ne? Also Feuchtigkeit braucht eigentlich jeder Skincare-Typ, deswegen macht es durchaus Sinn.
Und das einfach in der Originalgröße finde ich auch sehr, sehr schön. Ist auch schwer. Es sieht richtig abgefahren aus. Das kann meiner Meinung nach auch so ein bisschen Unisex-Produkt sein, ne? Auch von der Optik her. Sicherlich können es auch Männer und Frauen verwenden, ne? Da gehe ich ganz stark von aus. Finde ich schon mal richtig cool, dass man das so hier mit drin hat, weil das ist so ein Produkt, was alle verwenden können. Deswegen macht es Sinn, das auch im Highlight drin zu haben. Und dann haben wir hier noch eine Kerze drin, also für ein bisschen Stimmung, mit Jasminblättern und Zedernholz. Wild Rose, Wild Flowers, eine 70 Gramm Kerze, auch von Liberty wohl selber. Das ist hier so drauf gedruckt, ne? Wunderschöne Verpackung mit den Blumen und so. Wobei du das natürlich dann nicht auf der Kerze selber sehen wirst. Das schauen wir mal. Oh, die geht richtig ab. Die ist richtig intens. Oh mein Gott. Also da hast du wirklich die ganze Bandbreite einer kompletten Blumenwiese in einer Kerze. Puh, das ist intensiv, aber irgendwie auch schön, finde ich, weil ich bin ja so die Blumige. Okay, das war's, ne? Das war jetzt der Adventskalender, Leute. Keine Frage, er ist wunderschön. Wir haben hier wundervolle Produkte drin, sehr, sehr viel Parfum, was ich sehr schätze. Halt auch krasse Marken, sodass man halt in dieses Luxus-Feeling kommt und da so ein bisschen Luxusluft schnuppern kann. Wir haben Serum-Kerzen, wir haben sehr viele Säuren, was ich ein bisschen viel finde. Da hätten die vielleicht eine Säure ersetzen können und dafür einen milden Toner oder sowas reinmachen. Also im Prinzip haben wir mehr oder weniger eine Skincare-Routine hier mit dabei. Wir haben ein paar dekorative Kosmetikschätzchen. Hätte ich mir gewünscht, dass da mehr drin ist. Wobei, wenn man das Parfum mit dazu zählt, dann haben wir ganz schön viel dekorative Kosmetik hier mit dabei. Also ich glaube, dieser Adventskalender ist einfach für die Leute super geeignet, die Bock drauf haben, mal so ein bisschen Luxusluft zu schnuppern, sich aber nie getraut haben, sich so sackteure Produkte einfach so zu kaufen. Und da kommt der, glaube ich, ganz gut, denn wir haben hier sehr viele coole Marken drin, wobei ich auch finde, dass viele dieser Marken in günstigeren Adventskalendern genauso zu finden sind. Also deswegen mache ich die Unboxings, dass ihr da einfach immer mal wieder schauen könnt, wo befinden sich irgendwelche Schätze, die man sich dann mal genauer angucken kann, ne? Wo kann man halt wirklich für sich persönlich einen guten Deal schlagen. Ich habe hiermit auf jeden Fall eine ganz große Schatzkiste gefunden. Denn mein Bestreben ist es ja auch so ein bisschen als Versuchskaninchen von euch, ne, dass ich mich halt durch verschiedene Preiskategorien durchteste. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel ganz, ganz viel von Balea und Isana in Anwendung, dass ich die Drogeriemarken ein bisschen austeste. Aber natürlich möchte ich auch immer wieder für euch sehr hochpreisige Sachen testen, um euch zu sagen, ob sich das lohnt, sich das gegebenenfalls mal anzugucken. Und dafür sind die Adventskalender halt perfekt, ne? Ihr Lieben, was sagt ihr zu dem Schätzelein? Sagt teuer, ne? Also da, ja, holt ihr den und sonst keinen anderen. Ihr Lieben, ne, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe ihn jetzt mal geöffnet, dass ihr sehen könnt, was drin ist, dass ihr so ein bisschen auch die Farben abschätzen könnt und das Preis-Leistungs-Verhältnis und so. Und ja, dann wäre es hier gewesen. So, wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.